Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Uncharted 2 Amongst Thieves. Ja, wir machen heute weiter mit dem Kloster. Also das Kapitel nennt sich dieses Mal das Kloster und wir machen einfach mal los. Denn dieses Kapitel ist ein bisschen länger als die anderen, die wir bisher hatten. Und daher werden wir uns einfach heute mal damit beschäftigen. Was ist das Besondere an diesem LP? Das Besondere an diesem LP ist, dass wir das Ganze hier auf dem extrem schwierigen Schwierigkeitsgrad spielen und dementsprechend natürlich auch ein bisschen länger brauchen. So, also los geht's. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Haltet die Augen offen! Halt die Augen offen! Ob der das jedes Mal sagt? Oh, bis dann. Er lebt! Oh, das geht ja schon mal richtig gut los hier. Ich habe keine Möglichkeit jetzt zu schießen. Du bist erledigt. Weil ich keine Handfeuerwaffe habe. Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd. Also ich werde jetzt definitiv sterben. Jagt ihn raus! Oh. Granate! Jagt ihn raus! Na toll. Ah, doch, das geht irgendwie, aber man muss sich ja wirklich... Ah, jetzt lädt er nah. Und jetzt kommt wieder einer. Mist. Er versteckt sich. Scheucht ihn raus. Na toll. Den schlag doch mal schneller nach. Geht das nicht schneller? Mann. Und da Elena uns jetzt gerade nicht helfen kann, muss mich hier momentan erstmal alleine klarkommen. Granate! Du bist tot! Vorwärts! Los, weg! Ah! Du machst ja arschknapp, ne? Schießt ja wieder eine Granate. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Das wird morgen echt wehtun. Das war knapp. Leute, wir haben es geschafft. Ich hätte es gar nicht erwartet. Aber das ist erst der Anfang von diesem Kapitel. Und ich kann gleich sagen, dass dieses Kapitel echt... Das hat's echt in sich. Das ist echt nicht leicht. Vielleicht ist das sogar mal ein Part, der wirklich mal fast eine Stunde geht. Weil der wirklich... weil das wirklich schwierig ist. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Selbst wenn wir den Part splitten müssten. Wir kriegen das hin. Der hat tatsächlich eine Armbrust. Ah, die brauchen wir jetzt nicht. Soldaten! Sie haben uns noch nicht gesehen. Okay, Moment. Ich erledige die Kerle. Naja, das sind aber ganz schön viele, Ned. Das sind ganz schön viele. Ich meine, ich könnte jetzt rein theoretisch alles machen. Okay, zwei sind weg. Man muss hier wirklich alles ausspielen, was man hat hier. Bei diesem Schwierigkeitsgrad, sonst hat man hier echt Probleme. Und das hier ist eine von wenigen Stellen. Oh ja, das wird schwer. Vor allem, weil wir im Teil auch heilen müssen, ne? Wir müssen halt uns auch heilen. Ja, und das war's. Dieser Granaten, also diese, nicht dieser Granatenheini, sondern dieser... Okay, Granaten hier. Alter. Siehst du? Wie gesagt, das dauert jetzt hier alles ein bisschen länger. Und dann ist es halt so. Hier oben ist das eiskalt. Ja. Du spürst sowieso nichts mehr. Hm. So, ich nehme jetzt mal diese Knarre. Wegen diesem Schrotteil hier, wisst ihr? Okay. Du bist tot. Wartet ihn im Auge. Es ist aus. Jetzt kommen die auch noch von der Seite an. Oh nein! Sehr gut! Oh, ich muss mal weg, ja. Zurück! Ja, es würde mal Zeit, dass du mal ein bisschen was machst, anstatt irgendwie dumm zu labern, Elena. Achtung! Mhm. In Deckung! Dort drüben ist ein Maschinengewehr. Das ist schön für dich, Elena. Ich habe aber hier erstmal noch Probleme. Deckung! Sehr schön, dass dort ein Maschinengewehr ist. Okay. Man muss hier vor allen Dingen ruhig bleiben. Also man sollte hier nicht zu hektisch rangehen. Wenn man hier zu hektisch ist, ist man ganz schnell erledigt. Und das bringt gar nichts. So, das ist die erste Szene, die wirklich schwierig ist. Diesen blöden MG. Also ich glaube, in diesem Teil haben die das hier wirklich mit dem MG. Sie sind auf beiden Seiten. Ich glaube, die haben es in dem Teil wirklich mit den MGs. Oh. Es wird aber noch einer kommen, oder? Weil dieses MG ist echt beschissen. Und Elena kann halt auch nichts machen. Da oben. Nee. Ach, das ist gerade blöd. Ach, Mann. Ich könnte jetzt einfach hier rüber rennen. Aber es bringt auch nichts. Nee. Das bringt... Also von der Seite bringt das auch nichts, weil... sind wir schneller weg, als man gucken kann. Also wir werden das so machen müssen. Wie gesagt, das ist halt schwer, ne? Also das ist halt das Besondere. Es ist halt nicht so wie 1000 andere YouTuber das spielen auf normal, sondern wir spielen das halt auf dem extremen Schwierigkeitsgrad und halt nicht wie zig andere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Teil meiner Meinung nach wirklich echt im Verhältnis zu den anderen verdammt schwer ist. Los geht's. Sehr gut. Los, weiter! Los, los! Ah, das wird morgen ziemlich wehtun. Entwarnung. Boah, Leute. Das ist einfach, wie ihr das vielleicht denkt. Das ist echt nervig und schwer. Aber ich habe mir halt gesagt, dass ich das halt mal probieren möchte und dass das halt für mich mal... Die Tür nur zusammen auf. Ja, selber eine Herausforderung ist, sage ich mal. Und deswegen machen wir das einfach. Ich meine, bedauerlicherweise glaube ich, dass es nur 2 Leute anschauen. Zumindest jetzt aktuell, an dem heutigen Tag. Aber ehrlich gesagt, das ist mir egal. Also ich mache das jetzt hier auch, weil ich das selber möchte auch. Und weil mir das selber Spaß macht, das Spiel. Oder generell die Spielreihe. Ich halte fest, du zuerst! Okay. Man sollte halt das spielen, was man selber, halt auch möchte, ne? Das ist halt das Wichtige. So. Zwischenstopp, okay. Das ist jetzt schon... Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Ich glaube, da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich gehe runter und werf's dir hoch. Ich finde, also ich persönlich finde zumindest, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, dass Uncharted, ja, eigentlich wirklich als PlayStation-Spieler zumindest dazugehört. Man sollte es wirklich machen. Also man sollte es wirklich mal spielen. Finde ich zumindest. Okay, hier ist das Seil. Ist natürlich jedem das Seine, aber ich finde Uncharted selbst heute noch, wie gesagt, echt cool. Also es macht immer noch Spaß. Kann man jederzeit immer mal wieder spielen. Klar kennt man irgendwann die Story und so weiter auswendig, aber... Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass man einfach Spaß hat mit den Charakteren und so weiter. Das ist für mich das Ziel. Und die Herausforderung ist definitiv gegeben. Also, wie gesagt, man könnte es noch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, auf gnadenlos, aber dazu muss man halt erst auf extrem das Ganze abschließen. Und es ist nicht ohne. Achso, ich muss Elena erstmal hier rüberlassen. Na komm. Okay. Ich hab dich. Komm rüber, Elena. Alles gut. So, ganz leicht. Wie gesagt, mir macht das Ganze hier Spaß und das sollte halt auch Priorität haben. Komm, hier rüber. Okay. Und... Los, hilf mir. Wir drücken mal. Die Leute, die das hier sich anschauen, zumindest die sagen halt auch... Hey, wir können da raufklettern. Ja, das weiß ich. Das sehe ich doch. Die schreiben mir halt auch in den Kommentaren, ob sie das halt gut finden, und die Leute, die sich halt nicht angucken, wer weiß, wie alt die Bretter sind, die kommentieren halt auch nicht, ne? Also da kann ich auch keine Antworten. Hey, ich hab ein Seil. Also kann ich auch keine Antwort geben. So rum. Und wie gesagt, ich hab's ja schon damals gesagt, ich spiele, weil ich Bock dazu habe und nicht, weil ich es muss. Ja. Und das kapieren eben viele nicht. Ja. Leider, muss man dazu sagen. Sieh mal, da oben, sind sie das? Ja. Das sieht man doch schon von Weitem, dass die das sind. Verdammt. Also das ist eine... Wir müssen uns beeilen. Ob sie das sind, also das sieht man doch schon von Weitem. Also das habe ich selbst ohne Fernglas gesehen. So, jetzt kommen noch 2 Szenen, die in diesem Kapitel echt nervig sind, also die wirklich was wirklich schwer wird. Aber ich denke mal, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, im Notfall müssen wir den Part halt splitten, aber das werden wir sehen. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. Weil, ja, wie gesagt, die Uncharted-Kapitel werden gegen Ende immer ziemlich lang gezogen. Aber das kriegen wir, wie gesagt, hin. Ich bin da optimistisch. Ich hatte mal getestet wegen dem letzten Gegner jetzt hier in dem Spiel. Das war schon ein bisschen länger her. Und da habe ich auch 1,5 Stunden für den Gegner gebraucht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Und es war mir egal, ob das so lange gedauert hat. Klar kann man ein bisschen was rausschneiden im Nachhinein, ne? Also wenn man das weiß, wie das geht. Das werde ich vielleicht auch machen, wenn das zu lange dauert. Weil eine Fehlreihe will ja keiner sich anschauen. Da guckt sich sowieso am Ende keiner an. Deswegen kann man sich das auch sparen. Wenn man 10 oder 20 Mal stirbt, ist okay, aber mehr braucht man sich nicht reinziehen. Ist zumindest meine Meinung. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Es kommt ja auch drauf an, wie lange wir wo brauchen. Ja. Oh Mist. Leise. Weil, ich sag mal so, klar kann ich euch auch verstehen, dass Fehlparts, also ich kenne auch YouTuber, die haufenweise Parts aufnehmen mit Fehlern, ja, also Fehler sozusagen, und die Aufrufzahl ist natürlich dann gering, aber viele sagen sich dann auch, nee, das gehört aber auch zum Spiel dazu, dass man, wie gesagt, fehlt, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist es halt immer wichtig, dass man eine richtige Balance hat. Erledigt ihn. Ich meine, es sollte halt auch im Rahmen bleiben, ne? Also es bringt halt jetzt nichts, wenn man jetzt eine Stunde lang immer wieder stirbt, wobei man ganz genau weiß, dass sich das niemand anschaut. Heilige Scheiße. Habt ihr das gesehen? Wenn die immer treffen. Wir werden sehen. Wo sind denn die Typen? Die schießen von ganz unten hier hoch. Auch ein bisschen unrealistisch. Ich sehe jetzt gerade keinen weiter. Ich habe zum Beispiel mal einen YouTuber gefunden. Ja, ich bin hier irgendwo. Wie kannst denn du mich sehen? Durchsuch das ganze Gebiet. Wo ist er hin? Sag dich. Er ist hier irgendwo. Okay. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Mist. Nochmal dich, du. explodiert! Jetzt zerballern hier wirklich die ganze... So, ist da unten noch... Ja. Nein. Spürt die auf! Ich glaube, hier unten, unter mir ist noch einer. Na, komm raus. Komm raus. Schon erledigt. Aber jetzt. Ei. Boah, natürlich. Scheiße. Okay, die Tür ist offen. Nicht gerade leise. Sag das dem Kerl mit der Panzerfaust. Runter. Ah, ich habe keine Granaten. Ich brauche mindestens eine Granate. Okay, da war auf alle Fälle eine. Da war auf alle Fälle eine Granate. Wir werden jetzt ein paar Mal sterben, weil ich muss diese blöde Granate. Eine Granate reicht. Mann, das muss doch gehen. Kannst du vergessen. Das ist gerade übelst nervig. Er ist erledigt. Ach man, das nervt gerade wieder mal. Ja, schön. Wie gesagt, das ist erst der Anfang. Vorsicht! Nein! Wie gesagt, das dauert jetzt. Wenn es zu lange dauert, schneide ich das raus. So. Ich glaube nicht. Nate! Er ist getroffen! Mensch, geh doch mal hin jetzt. Meine Fresse, das nervt. Wisst ihr, das Problem ist, viele Leute haben überhaupt keinen Dunst davon, wie schwer das eigentlich ist. Und die Leute, die dann irgendwelche sinnlosen Kommentare, sag ich mal, schreiben, die wäre schön, wenn du mal deine eigenen Leute killen kannst. Nein! Warte mal, ich kill den jetzt da oben. Nein! Viele von euch, die das hier anschauen, ne, die gucken das ja sowieso nur 5 Sekunden an, aber... Also die das hier wirklich komplett anschauen, die betrifft es ja gar nicht, warum ich mich so sag ich mal, ärgere. Ich ärgere mich ja eigentlich nur über die Leute, die einfach sich nur aufregen. Und ich habe keine einzige Granate. Oh, der ist weg. Ah, scheiße. Die haben auch so viele Granaten, ne? Diese blöden Idioten. Und so zerballern wir halt. Nein. Wir haben alle gekillt, außer den einen Idioten. Oh, Mann. Oh, kotzt einen an, ey. Wie das mich ankotzt. Mensch! Ah, ja, schön! Ach, Mann! Das kotzt ihn gerade an. Das ist gerade scheiße. Ach, aber voll in die Schussbahn reingerannt, ne? Ach, Mann. Geschafft, Leute! Alter! Kann doch nicht sein! Oh, ich versteh's nicht! Wir hätten die Scheiße fast geschafft! Wir werden sehen! Mann, das ist echt zum Kotzen manchmal. Das ist ärgerlich gerade. Alles gehört dazu, ist mir scheißegal. Ich muss jetzt die Kacke hier schaffen. Ah, jetzt kommt der Typ. So, der ist ganz schnell erledigt. Ah, lade mal nach. Mann, ist mir jetzt auch egal, wie gesagt, ob ich jetzt hier austicke oder was. Steck dich hier. Runter. Ja, dann mach was. Und laber nicht. Los geht's. Alter, wir schießen denen so viele Scheiße in den Kopf. Endlich geschafft, die Scheiße hier. Alter, das war knapp. Der hätte mich jetzt bestimmt fast erledigt. Ja, ich muss mich entschuldigen für das Ausrasten, aber das ist einmal so. Ihr würdet euch auch aufregen, wenn ihr hier eine halbe Stunde lang noch Gefehle habt. Ich werde auch hier vielleicht ein bisschen was rausschneiden, das weiß ich aber noch nicht. Kommt halt auch drauf an. Da versteht mich bitte nicht falsch. Also, es liegt ja jetzt nicht daran, dass ich hier nichts anderes zu tun habe, aber das ist echt nicht einfach. Bedauerlicherweise sehen ja viele Leute das nicht. Wie gesagt, aber die Leute, die es sehen, die können das vielleicht nachvollziehen. Weil das ist echt nicht schwer. Also, das ist nicht schwer, das ist nicht einfach. Mensch. So, hier kommt nämlich dann nochmal so ein Granatentyp, also hier so ein Shoddy-Typ. Hey. Also wenn ich das jetzt nochmal alles machen muss, dann schneide ich die Scheiße raus. Nee, Gott sei Dank. Mist. Alter, der kam aber ganz schön schnell um die Ecke. Ach man. Ich bin froh, dass wir die eine Szene jetzt durch haben, ja. Ich muss diesen Shoddy-Typen killen. Oh, scheiße! Aber es sind glaube ich 3, ne? 3 Shottys. Mensch! Alter, das ist doch zum Kotzen. Na dann los! Ich hole mir jetzt einen Shotty. Die ist sinnvoller. Ich werde mit euch, hier ist aber wieder keine Munition, ne? Ah doch, hier ist tatsächlich mal Munition. Naja, musst du gerade sagen. Zeig du dich doch. Du Typ. Okay. Alter. Also wenn... Ach, Mist. Da sind Schützen. Hier sind wir leichte Beute. Hilf mir auf die Leiter. Elena, ja, komm schon. Dann hoch da. Ja, wie gesagt, es ist manchmal ein längerer Part. Vorsichtig da oben. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Wie gesagt, wenn ich so manchmal wieder so bin, wie ich bin, also auch mal ein bisschen rage, sage ich mal. Ich nenne es mal ragen, weil das macht jeder. Ja, also das, da bin ich nicht der Einzige. Das machen viele. Oder muss ich mich auch nicht dafür entschuldigen, weil ich glaube, das ist normal. Ist zumindest meine Meinung. Okay, also ist wieder eine Panzerfaust im Spiel. Ich glaube, wir kriegen da wenigstens hier ein bisschen Scharfschützenmunition. Die Schützen erwischen uns sofort. Das ist etwas zu nah. Okay, da ist der Typ, ich sehe ihn. Wow. So. Verdammt, war ich das? Das interessiert mich gerade nicht. Ich muss mich erstmal um den Turm hier kümmern. Los geht's. So, haben wir jetzt genug? Das ist vorbei, Drake. Das sehe ich nicht so. Das ist der letzte. Wir müssen über die Brücke. Na dann, komm mir nach. Dann können wir auch über die Brücke gehen. Da sind sie. Ah. Ja, dieser Typ ist... Und weg ist sie. Dieser Typ ist echt... Genau hinter dir. Zum Mäusemelken. Bist du okay? Lauf! Lauf weiter! Los, schnell über die Brücke. Ja. Oh Mann. Alter, was Nate alles so durchmachen muss, hä? Na komm, mal schneller. Brauchst du nicht so viel Zeit lassen, Nate. Sonst fällst du runter. Na komm, spring rüber. Mein Gott. Sehr gut, geht doch. Warum nicht gleich so? Los, komm, nimm meine Hand. So, wir haben sogar noch eine Granate. Okay. Zieh mich hoch, zieh mich hoch, zieh mich hoch. Mit dir überquere ich keine Brücke mehr. Das ist eine Anspielung auf den ersten Teil. Wer den ersten Teil sich anschauen will, die Playlist werde ich vielleicht mal verlinken. Wir müssen die Türen öffnen. Okay. Na los, hilf mir mal. Der kann auch den ersten Teil anschauen. Da habe ich aber noch ein Livestream-Format gemacht. Deswegen sind die Folgen da ein bisschen länger. So, jetzt aber schnell hier hoch. Vorsichtig. Genau hinter dir. Ich habe nämlich nicht ohne Grund die Munition jetzt hier geholt. Weil hier kommt noch mal eine Szene, die echt schwer ist. Augen auf! Aber das ist im Vergleich zu der anderen Situation leichter. Sie halten ihn bestimmt da oben fest. Naja, da muss man hingehen jetzt. Ich sehe sie. Du bist tot. Ah, ich sehe sie. So, erstmal dort eine Granate hin. Jetzt kommen auch doch die Typen. Dann noch leben wir. Du bist erledigt. Los, weg! Ja. Immer die Typen mit den Granaten, ey. Ach, die haben so viele Granaten, wir haben nur 4. Ja, du siehst mich. Schön, dass du mich siehst. Ja, du bist der Mistkerl. Du greifst euch ja an. So, der nächste bitte. Mensch. Jag dich selber in die Luft. So, ich muss hier leider den Part erstmal vorerst beenden. Ich werde also ein bisschen was rausschneiden müssen, damit ich das auf eine Stunde ziehen kann. Bis zur nächsten Folge. Also ich werde jetzt 2 Folgen aufnehmen, also die Folge jetzt hier teilen. Allerdings werde ich versuchen, trotzdem auf 60 Minuten das zu packen. Und ja, also ich erkläre es euch dann am Ende des Videos, also bleibt einfach dran. So, ich musste das Video jetzt hier ein bisschen aufteilen. Ich glaube nicht. Ich musste das Video hier ein bisschen aufteilen, deswegen werde ich ein bisschen was rausschneiden müssen tatsächlich, damit ich auf eine Stunde komme. Ich versuche jetzt auch ein bisschen, jetzt nicht zu hektisch zu werden, aber toll. Jetzt versteckt er sich überall, ja. Mensch, geh doch mal. Und troll dich doch mal, Mensch. Das ist doch zum Kotzen. Achtung! Jetzt ist da oben auch noch einer. Mann. So, einen Schuss habe ich noch. So. Wieder 2. Gibt's da nicht. Ja, wo bist denn du, Idiot? Wo ist denn der Typ? Irgendwo da hinten. Elena, mach dich mal weg. Im Notfall muss ich das halt auf 2 Parts teilen. Wie ist das? Mach dich weg. Na komm. Okay, ich schaff's. Okay. Los! Oh. Ich werde mal gucken, ob ich mit was rausschneide bei dem einen Fehler, also bei der einen Sache da. Aber das müssten, also ich müsste halt mal gucken, ne? Wie bei der Feuerleiter. Ach man, okay. Weil ich kann halt nur maximal eine Stunde aufnehmen. Runter, wenn du oben bist. Und deswegen. Oh nein. Ist halt der Nachteil, wenn man halt sowas macht. Wow. Warte, zurück. Extra Lieferung. Das klappt. Gute Idee. Keine Sorge, es kommt jetzt noch eine kleine Sache. Also eine kleine Sequenz hier. Die noch eine kleine Herausforderung sein dürfte, weil da so ein... Hältst du durch? Ja, süß. Weil da wieder so ein Schildtyp ist. Also hier haben sie auch diese Schildtypen eingeführt in diesem Teil, und die Schildtypen haben echt, die sind echt belastend, ja, weil die ja nicht so einfach gebrochen werden können sozusagen. Da muss man schon Granaten haben, um die zu killen. Okay. Halt den Kopf unten. Na komm jetzt. Wir werden jetzt bestimmt schon mal sterben. Ja, jetzt geht's los. Viele von euch, die kennen natürlich Uncharted und viele von euch werden natürlich Uncharted auch schon gespielt haben. Beziehungsweise sich irgendwo angeschaut haben. Das Problem ist nur, dass wir das halt auf dem extrem schwierigen Schwierigkeitsgrad machen und dementsprechend halt auch ein bisschen mehr zu tun haben. Und dann dauert es natürlich auch ein bisschen länger. Das wird dir wehtun. Ach. In Ordnung. So, und da haben wir das jetzt auch gleich geschafft hier. Wollen wir die oder die nehmen? Nee, wir nehmen die. Das hat auch einen Grund, warum wir die nehmen, weil die von der Durchschlagskraft einfach gewaltiger ist. Also die hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Und die werden wir auch brauchen in der nächsten, also im nächsten Kapitel. So, dann gehen wir hier rein, gucken uns noch diese Sequenz an und dann haben wir das Kapitel geschafft. Da oben, da halten sie bestimmt Schäfer fest. Was? Ach Mist, runter! So, falls euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich echt sehr darüber freuen, denn das war nicht gerade einfach.